Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um eine der ältesten Heilfrüchte der Menschheit. Heute geht es um den Granatapfel. In den letzten Jahren habe ich ab und zu die Frage bekommen, entweder von Freunden oder beim Einkauf, was macht man denn mit Granatäpfeln? Im heutigen Video möchte ich euch kurz etwas zum Granatapfel erzählen, euch zeigen, wie ihr ganz leicht die Granatapfelkerne aus dem Granatapfel lösen könnt und unsere drei Varianten zeigen, wie wir die Granatapfelkerne verzehren. Wie schon erwähnt, gehört der Granatapfel zu den ältesten Heilfrüchten der Menschheit. Der Granatapfel galt schon in der Antike als Symbol für Fruchtbarkeit, Leben, Schönheit, Macht und Unsterblichkeit. Er wird seit Jahrhunderten als Nahrungs- und Genussmittel verwendet und es gibt auch viele ernährungswissenschaftliche Studien, die seine gesundheitsfördernden Eigenschaften belegen. Der Granatapfel ist zum Beispiel reich an Antioxidantien und wird als Radikalfänger in einer gesundheitsbewussten Ernährung geschätzt. Alle Inhaltsstoffe des Granatapfels wirken genial zusammen. Polyphenole, Flavonoide, Pektine, Kalium, Vitamin C, B-Vitamine, Vitamin E, Vitamin K und Eisen. Es gibt einige gesundheitliche Wirkungen des Granatapfels, dazu gehören zum Beispiel folgende. Er schützt vor hohem Blutdruck, er hält den Blutzucker stabil, er wirkt entzündungshemmend, lindert Gelenkschmerzen und Arthrose, beugt Osteoporose vor und bestimmte aktive Pflanzenstoffe sollen Krebszellen zerstören können. Aktuell bestelle ich Granatäpfel entweder bei Delicato 48, das ist ein kleines Familienunternehmen in Spanien, in Andalusien, bestelle ich seit Frühjahr, habe ich auch schon in ein, zwei Videos erwähnt und auch teilweise gezeigt, was ich bestelle. Oder ich bestelle Granatäpfel bei Jurassic Fruit, die beziehen ihre Granatäpfel auch aus Spanien. Für alle Erstbesteller gibt es bei Jurassic Fruit einen 10% Rabattgutschein. Den Gutscheincode dafür findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich verlinke euch auch die Seite von Delicato 48 und natürlich auch die Seite von Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Die Granatapfelkerne lassen sich relativ einfach aus den Granatäpfeln lösen. Dafür müsst ihr einfach so einen Granatapfel halbieren. Ich nehme mir dafür auch eine große Schüssel und einen Löffel, ein Messer, ein Brett. Zerschneide die Granatäpfel bzw. den Granatapfel, dann nehme ich eine Hälfte des Granatapfels in die Hand, sodass die Hälfte, die angeschnittene Hälfte nach unten zeigt auf meine Handfläche und dann klopfe ich mit dem Löffel die Schale ab. So wie ihr das jetzt hier auch im Video sehen könnt, klopfe ich ringsrum ab und dann lösen sich die Granatapfelkerne und fallen dann in die Schüssel. Mit dieser Methode erhaltet ihr innerhalb von wenigen Minuten so eine große Menge an Granatapfelkernen. Ihr seht hier noch die gelben Häutchen, die sortiere ich immer raus, weil diese einen bitteren Geschmack haben. Wie verwendet man nun diese Granatapfelkerne? Wir verwenden Granatapfelkerne auf dreierlei Art. Erstens, wir essen die Granatapfelkerne pur. So kann dann eine Granatapfelportion für meinen 15-Jährigen aussehen. Ihr könnt die Granatapfelkerne auch für Obstsalate verwenden. Wir essen keine Obstsalate, machen uns aber ab und zu gern mal einen Obstteller, wo wir auch mit Granatapfel verwenden und dazu zum Beispiel Mango, Birne, Apfel und dann eben auch Granatapfelkerne, aber jede Obstsorte liegt dann für sich. Optimal, wenn man die Lebensmittelkombination beachtet, ist es am besten, wenn man so einen Obstteller isst,
mit dem wasserhaltigen Obst zu beginnen und mit dem dichtesten Obst aufzuhören. Zweitens, wir pressen uns aus diesen Granatapfelkernen gerne einen leckeren Granatapfelsaft. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, so einen Granatapfelsaft herzustellen. Es gibt ja so größere Zitronen- und Orangenpressen, so mechanische, wo man dann so einen Hebel hat, den man dann so nach unten drückt. Und da kann man dann auch eine Hälfte von einem Granatapfel reinlegen und presst dann praktisch den Saft. Allerdings ist da der Nachteil, dass man nicht die ganzen Granatapfelkerne pressen kann, dass praktisch viele übrig bleiben. Bei elektrischen Zitronen- oder Orangensaftpressen kann es sein, dass man ein bisschen was mit von der Haut, von der Schale abreibt und dann schmeckt der Granatapfelsaft bitter. Aus diesem Grund entsafte ich die Granatapfelkerne am liebsten mit unserem Angel Chooser. Das ist ein hochwertiger Entsafter, komplett aus Edelstahl. Den verwende ich am liebsten für grüne Säfte, aber auch für diesen Mono-Obstsaft. Ich trinke ja selten Obstsäfte und verwende auch ganz selten Äpfel für meine grünen Säfte, aber in der Herbst- und Winterzeit mache ich eine Ausnahme und presse mir regelmäßig frischen Granatapfelsaft. Wenn die Granatapfelkerne mit so einem Slow Chooser entsaftet werden, dann wird der Granatapfelsaft nicht rot, sondern sieht so ein bisschen milchig aus. Also bekommt eine viel hellere Farbe, weil auch die Kerne mit gepresst werden. Mir persönlich schmeckt so der Granatapfelsaft am besten. Aus den Granatapfelkernen aus der Holzschüssel habe ich jetzt ca. 400 ml frisch gepressten Granatapfelsaft gewonnen. Letztes Jahr habe ich auch ein Vorstellungsvideo zum Angel Chooser gemacht. Ich verlinke es oben in den Infokarten und einen ausführlichen Blogartikel zum Angel Chooser mit Rezepten findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Drittens. Ich bereite aus Granatapfelkernen, Äpfeln und einigen anderen Zutaten ein leckeres, fruchtiges Dessert zu. Dafür verwende ich die Granatapfelkerne eines Granatapfels und zwei mittlere Äpfel. Für das Dessert entkerne ich die Äpfel und schneide die Äpfel in kleine Stifte. Die Apfelstifte habe ich jetzt mit den Granatapfelkernen vermischt und hier habe ich noch ein paar Zutaten, zum Beispiel geschälte Hanfsamen, weißes Mandelmus zum süßen Yakon-Sirup. Dann habe ich etwas Vanillepulver, ich denke, ich werde so einen halben Teelöffel nehmen und Wasser. Und daraus mixe ich jetzt eine cremige Soße. Wenn ihr euch für dieses Rezeptvideo interessiert, dazu gibt es auch schon ein Video, das verlinke ich oben in den Infokarten. Wer die Rezepte lieber liest, dann verlinke ich euch unter diesem Video einen Blogartikel über den Granatapfel und da findet ihr ganz unten auch dieses fantastische, einfache Rezept. Und diese cremige Soße gebe ich jetzt über die Apfel-Granatapfel-Mischung. Das Ganze noch ein bisschen vermischen. Nach Bedarf portionieren. Mit ein paar Kakaonips bestreuen. Und fertig ist ein leckeres, fruchtiges Dessert mit Granatapfelkernen. Das war mein Video über den Granatapfel, eine der ältesten Heilfrüchte der Menschheit. Ich schätze den Granatapfel im Herbst und Winter, also im November, Dezember, Januar sehr und integriere ihn regelmäßig in meine Ernährung. Am liebsten als frisch gepressten Saft oder ich esse die Granatapfelkerne pur. Ich freue mich über euer Feedback zu diesem Video. Was haltet ihr von dieser Frucht Granatapfel und wie verzehrt ihr die gesunden Granatapfelkerne am liebsten? Ich wünsche euch noch eine harmonische Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben.